Skelettreiter. Ach, Streiter. Für einen Reiter fehlt das Pferd. Das war's jetzt, oder was? Was war denn das? Ich hab einfach so ein Affe angerannt. Und ich wünsch dir was hier. So. Eiche, die gewandert ist. Diese einsame Eiche im Herz eines Kiefernhals wirkt wie ein wandernder Reiser auf einem fremden Land. Ich weiß nicht, ob ich stehen will. So, gehen wir mal zu der verlassenen Hütte. Die sollte ja abgebrannt werden von den lustigen Banditen da. Haben wir ja im Brief gelesen gehabt. Heißt, da muss ja jetzt mal irgendwas abgehen. So, gehen wir mal gucken. Was ist das? Ah, hier ist die, die ihr seid. Hier, bitte folgt mir. Machen wir. Okay. This requires your attention. In due time. What? Komm ich hier irgendwie hoch? Offenbar ja. Okay. Ich muss irgendwie außen lang. Hat sein Vater umgebracht? Das sieht irgendwie super lustig aus. Ich werde dich nicht töten, deine Kräfte werden mir von Nutzen sein. Ab sofort machst du, was ich sage. Okay, also er hat ihn nicht getötet, aber er hat ihn ziemlich niedergemacht, würde ich mal behaupten. Eine kleine verlassene Holzhütte. Ah, hier ist er. Hey, girl. I have been waiting for you. The flowers, birds, and wind told me you would come. Oh, my poor flowers. They will perish before long in this bog. Also, dir scheint niemand die Nymphe zu sehen oder zu hören. There was a guy in my tribe. Kept walking around, listening to voices. After a while, they told him to jump off a cliff. Be careful what you listen to. Erzähl mir von dir. Ich wüsste gerne mehr über meine Verbündeten. Ich hätte eine seltsame Erfahrung von einem jungen Mann und einem alten Triten, der ihn folterte, ehe sie die Rolle tauschten. Yes, yes. The soil, water and stones here are infused with toxic pain and fear. They poison this place as we speak. You have seen where your enemy's journey began. The one called Stag Lord was once the victim of a cruel madman and has since become one himself. You see now how monsters are born. But what comes of regret for a thing you cannot change? There is no time to be lost. We must do away with the fog quickly. Erzähl mal von dir. Do you really wish to know? Fine. I'll tell you a fairy tale. Once upon a time, there lived a young nymph. She lived in an enchanted forest, where thousand birds sung day and night, where the sun often left a spark or two hanging in the tree crowns,
And where the starlight fell on sleepy glades like a glowing soft haze. The young nymph loved simple things, like sitting by the stream with her friends, braiding each other's hair and adorning their braids with crystals made of dew, or watching the flowers blooming. But inside her soul, the young nymph dreamed of something more. Oh, dreams. Nothing in any world can live without them. Even a seed that falls in fertile soil cannot sprout without the dream of the sun. The same was true for our nymph. She wished to turn her enchanted forest into a true fairy tale kingdom and fill it with thousands of wonders. Plans so ambitious rarely go unnoticed by greater powers. Those greater powers decided to punish the nymph for her boldness. They sent a horrible monster to poison the enchanted forest and kill the singing birds. The nymph was forced to flee. And finally, she found shelter here in the stolen lands. Here, she hoped to sprout the seeds of a new dream, even as she mourned the dream she'd lost. But then, the magic mist appeared, killing everything that lived. And the nymph cast about, desperately searching for help. So far, these are the fairy tale's final words. But I hope this is not the end. Okay, sag mir, was ich als nächstes tun soll. Search the area around the hut. Try to find anything that remained of the druid who lived here. I am sure the fog is his doing. This suffocating veil is as vicious as his nature. We should learn more about the fog and the ritual through which it was created. Return to me if you find anything. The past may hide the answers that shape the future. Du kannst richtig ausschließlich sein hier zu den Leuten, meine Güte. I will be waiting. So, na, ich muss hier erstmal gucken, was hier oben so rumgammelt. I do what I must. How curious. Oh, alles mitnehmen. I found something interesting. You come again. Did you find something? Ich habe die Notizen des Ruinen gefunden. Er schreibt von einem Tempel des Aes. Hilft uns das weiter. An ancient temple. The temple of the stag god. Yes, yes, that must be it. The place of power where the druid created the fog. Perhaps we'll be able to cleanse it from there. The temple hides in the thicket not far from here. You'll need to go there and purge the place of whatever evil still lingers there, summoned by the druid's sinister ritual. Take care. You are my only hope. Na dann, let's go. Gut, dass man hier gleich bekommt. Geheimnis des Eigentums ist echt schön. Hoi, 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 hoi. Okay, machen wir. Was? Ah, hier unten. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Achso, hier. Adventures can wait. Ja, dann machen wir halt erstmal noch ein Päuschen hier. Also man muss offenbar relativ oft Päuschen machen, weil die sonst hier alle stänkern. Wie komme ich denn jetzt über den Fluss drüber? Wahrscheinlich hier unten dann, ne? Ich will aber nicht. Wer kommt mir da schon wieder entgegen? Wer will denn da Stress?
Ja. Magier der Technikliga. Eine Gruppe schwer bewaffneter Kämpfer nähert sich. Einer von ihnen erhebt den Wort und deutet auf dich. Hey, ihr da. Kein Schritt weiter. Kalana, wie wär's mit der da? Wäre sie in Ordnung? Die Anführerin der Gruppe mustert dich mit ihren kalten, wachsamen Augen. Die da? Ich denke schon, aber mir gefällt ihre Nase nicht. Sie mustert deine Gefährten, sorgfältig aber gleichgültig. Das würde sie Waren auf einem Markt beprüfen. Hört zu, ihr Landstreicher, wir sind von der Technikliga. Unsere Sklave ist gestorben und wir brauchen Ersatz. Einer von euch wird uns begleiten, der Rest kann machen, was er will. Und versuche nicht, euch zu widersetzen. Wenn ihr nicht wollt, dass wir euch alle töten, entscheidet nun, wer mit uns gehen wird. Was ist die Technikliga? Wir schaffen das nicht, es sind zu viele, was sollen wir tun? Ich bin ja rechtschaffen gut eher. Ich verhandle nicht mit Sklaventreibern. Großer Fehler. Victory. Mach mal die Olli ja als erstes platt. Ah. War klar, dass die sich verdrückt. Aua, ich brauch mal jemanden, der mir hier... Ich brauch mal einen Trank, wenn's geht. Herzlich willkommen von der Liga. Ja. Klar, See und so. Wir packen mal hier das Lager hin. Mitten im Sumpf. So. I wonder, do mammoth lords have their own writing system? They must have much to tell. The legends of my people are passed from generation to generation. If someone doesn't get into a legend, then he's a weakling, and there's nothing to talk about. Jetzt ist Essen wieder ruiniert. Their life ends here. Du wurdest nach 2 Stunden angegriffen. Von dem. Mann, Mann, Mann. So, können wir jetzt hier weiter lagern, oder? Okay. Gut. So. Ganz schön frech. Kann man sich nicht mal ausruhen, ne? Muss gleich wieder jemand angeschissen kommen. Vorsprung. So, die heimtückischen Schergen der bedrohlichen Technikliga sind in der Wildnis der geheimnisvollen Raubländer verschwunden, aber nicht lange. Wir werden sie bald haben. Doch zunächst müssen wir ihre Spur finden. Und dazu versuchten wir auf Basis unserer Beobachtung zu ermitteln, welchen Zauber Kalana benutzt hat, um ihnen zu entkommen und wo er sie... Ja, das ist doch gut. 20 schon perfekt. Gescheitert. Leider ist ein Zauber eine so schwer fassbare Sache, dass man ihn eigentlich nicht mal mit der Sache nennen kann. Egal, wie sehr wir uns den Kopf zermatschen. Wir hatten keine Ahnung, was sie benutzt hatten. Wir brauchen eine andere Lösung. Also, Natur, suchten wir nicht länger nach einem Vereinfachten unserer Arbeit, sondern folgten den Spur der Techniklehrer. Ist auch gescheitert. Wie bereits geschrieben, sind die Raubbahnen ein einziges Geheimnis mitten im Dicht. Ach, jetzt haben wir es doch gefunden. Ist aber gescheitert. I don't get it. Okay. Adventures can wait. Ich wollte eigentlich nicht da rein. Ich wollte da weiterlaufen. Aber hey, just saying. Muss ich jetzt hier durchlaufen? Dann latschen wir halt hier durch.
Jetzt kann man auch theoretisch wieder hier chillen, ne? Weil darum. Das ist auch schön. Was haben wir hier? Hier haben wir die Lager der Technikliga. Schisszeins versteckt. Ah, hier unten ist der. Klar, die boxen wir jetzt um. Die mit ihrem Sklavenhandel ist nicht und so. Nicht bei mir. So, na dann guck mal. In due time. Hier oben ist eh noch. Den boxen wir jetzt um. Wenn der uns doof kommt. I'm there. You cannot stand against me. Look at me, Gorum! Let us strike as one. Pull! Gefangene befreien, na klar. Scared? You should be. Yes. Stop doing it wrong. The spell is fly. Yes. Unworld. I die. Keiner wirft ihre Waffe weg und hebt ihre blutverschmierten Hände. Gnade, tötet mich nicht. Und der Halbock entblößt seine Zähne. Das sagst du jetzt, Mischstück. Das wollte ich schon lange tun. Er wirkt einen Zauber und auf seinen ausgestreckten Handflächen beginnt Funken zu tanzen. Die Halbelfe legt ihre Hand auf seine Schulter. Regona, komm schon, lass sie gehen. Es ist eine Sache, sie im Kampf zu töten, aber sie unbewaffnet hinzurechnen, gönnt ihr doch die Freude, frei zu sein. Habt ihr den Verstand von Lorn Octavia? Dieser Abschaum gehört zur Technikliga. Sie hat uns eigenhändig gefesselt. Und ihr wollt ihr vergeben? Denkt ihr, sie wird es euch danken? Ha. Sie wird euch eine neue Bande um sich scharen und es wieder gefangen nehmen. Ich werde ihr Leben verschonen, kehrt nach Numeria zurück. Es ist eine gerechte Sache, seinen Peiniger zu bestrafen. Tötet sie. Der Halbock entblößt triumphierend seine Zähne und hebt seine Hand an den Blitzgezüngelten. Ich röste dich mit meinem Herzen. Ich wollte euch den Sieg nicht verderben, aber andererseits hatte sie es verdient. Okay. Wir sind frei, nicht zu fassen. Frei wie Vögel im Wind. Puh, hahaha. Regula nimmt Octavia in die Arme, die ihrerseits lacht und ihn auf die Lippen küsst. Okay. Well. Danke, ihr ahnt nicht, wie lange wir versucht haben, die Techniker zu entkommen. Das ist ein Wunder. Wer seid ihr? Ich bin Regula und das hier ist Octavia. Diese verfluchten Numerianer haben uns als Sklaven gehalten, aber wir sind keine einfachen Schatzsucher. Seht ihr, wie viele Leute uns bewacht haben? Das liegt daran, dass wir die Magie einsetzen. Und ich bin nicht übel mit einer Klinge, wo wir gerade dabei sind. Die sind nicht übel. Wir könnten sie in unserer Gruppe gebrauchen. Wie wurdet ihr gefangen genommen? Ich weiß nicht mehr, wie oft wir versucht hatten zu fliehen. Wir haben wirklich alles versucht, wurden aber jedes Mal gefasst. Und dann haben sie uns einfach woanders hingebracht. Ich weiß nicht, wer uns hätte kaufen sollen. Aber stellt euch vor, wie glücklich wir waren, als wir erfuhren, dass sie uns in die Flusskönigreiche bringen, wo die Sklaverei verboten ist. In der Tat, wir haben so oft versucht zu fliehen, doch am Ende hat uns die Liga selbst in freie Gefilde gebracht. Unter schwerer Beobachtung, das kann ich euch versichern. Wärt ihr nicht gewesen, wer weiß, wohin sie uns als nächstes gebracht hätten. Wir müssen etwas besprechen. Geht zu Alexandros. Dort seid ihr sicher. Ich komme in Kürze nach. Ihr seid gute Kämpfer. Wollt ihr euch meiner Gruppe anschließen? Natürlich. Octavia, was sagt ihr? Ich würde mich euch gerne anschließen. Ich nehme mal ihn mit. Ja. Machen wir es so.
Erstmal müssen wir looten. Erstmal looten. Erstmal Leute befreien. Lässt sie einfach da liegen. Das wäre gemein. Schupp, Freiheit. Okay. Also er ist Magier, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, hier. Ah ja. Zieh mal das da an. 1-6. Nahkampf. Angriff kritisch. Kann der nicht auch von weiter weg angreifen? So, dann haben wir 3 Fernkämpfer und 3 Nahkämpfer. Das klingt doch gar nicht so kacke. Rettungswürfe. So, was haben wir noch? Enorme Intelligenz. Okay. Rüstung des Kriegs wird um 1 erhöht. Schutzring klingt doch gut. So. Ich will, dass du den Scheiß den ausrüstest, Mädel. 5-7. Was haben wir noch so? 4-2. 4-2 ist Mist. Und das sieht doch schön aus. Das kannst du doch nehmen. Genau. So. Wie sieht das überhaupt? Estok. Kommt hier das Ding aus? Nö. Ja, auch nicht. Sie auch nicht. Kann überhaupt irgendwer das ausrüsten? Irgendwie nicht. Na gut. So. Dann gehen wir jetzt hier auch weg. I do what I must. Warum rennen die hier unten raus? Hier ist gar kein Ausgang. Aber hin. Ja, dann nehmen wir den Schrunz halt noch mit. Meine Güte. So. So, jetzt kommen wir hier unten den Typen machen, ne? Die Schweinchen. Adventures can wait. Ja. So, wir haben ja ihn jetzt noch dabei. Er kann, weiß ich nicht. Hier mit. Oder so. Mehr kochen. Kochen ist gut. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Wildschweinchen, was wir jetzt unboxen. Hoffentlich. Mit Betonung auf echt hoffentlich. Da wären wir also das Monster hier und jetzt reiße ich es in Stücke. Ja, seht nur zu. Warten, bis sie weiterspricht. Sie räuspert sich. Wo ich herkomme, gibt es einen Brauch. Ein Knabe muss vor den Ältesten ein Monster töten, um zu beweisen, dass er ein Mann ist. Die Barbarin räuspert sich, um Zeit zu gewinnen. In unserem Stand gibt es keine Initiationsritus für Mädchen. Also habe ich selbst eine Prüfung organisiert, wie sie in dem lieb überweisen Kindergarten. Ich habe einen Höhlenlöwen im Duell besiegt. Hier, seht ihr, die Narben hier stammen von diesem Kampf. Und wisst ihr, was meine Ältesten getan haben, als ich ihnen die Haut des Löwen vor die Füße warf? Sie haben Gung zugegeben, dass sie haben euren Irritationsruf wegen irgendeiner Folgen nicht träumt weiter. Okay. Sie haben mir ins Gesicht gelacht. Sie sagten, ich hätte mir selbst den Bauch zerkratzt und einen Mann angeheuert und den Löwen für mich getötet. Im Tausch gegen Bach.
Später haben sie meiner Initiation natürlich zugestimmt, weil sie keine Wahl hatten, aber... Haben ihre Stimme bebt vor Zorn und sie spuckt auf den Boden. Müsst ihr ihn wirklich im Duell töten und zum Schluss nötig sein, um zu sagen. Ah, auf in die Kopf. Na dann. Aus der Ferne studiert Amiri den muskulösen Körper und die scharfen Hauer vom Schlitzer. Bah, denkt ihr etwa, ich kann alleine kein Schwein schlachten, wobei würden die Ältesten zusehen, dass die Bestie den Knaben tötet, würden sie ihm helfen. Das ist keine Schande, aber das ist unwichtig. Das fiel mir nur eben ein. Ihr bleibt einfach hier stehen und seht zu, wie ich die Bestie aufstöße. Okay. Dorum steht mir bei. Ich gehe alleine, verstanden? Okay. Oh. Blood for Gorum! Die greifen trotzdem an, ne? Bleibt mal hin, ihr dürft nicht angreifen. Ihr macht das schon. Doing it wrong. Spell is wrong. Ich darf ihn nicht angreifen. Schwer atmend steht Amiri über den Kadaver des erlegten Monsters. Was sagt ihr jetzt? Das staunt ihr, was? Ich hätte ihm fast den Kopf abgeschlagen. Ja, ein wahrlich epischer Kampf, genau wie in den Sagen. Ich muss für das Buch nicht einmal etwas ausschmücken. Erledigt. Prüfen gemeistert. Jetzt wird niemand mehr sagen, Amiri sei schwach. Sie grinst und reicht stolz die Brust. Ihr seid ein tapferer Krieger. Gab es wirklich Narren, die an eure Stärke gezweifelt haben? Manche schon, ja. Ich habe auf sie gespuckt. Sonst wird es niemand mehr wagen, mich anzukläffen. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr diese Monster... Seid ihr verletzt? Amiri schnauft und sucht ihren Körper nach Wunden ab. Nach einer Weile murmelt sie verächtlich. Kratzer. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das Monster töten wollt. Ihr habt die Prüfung doch schon abgelegt, als ihr noch bei eurem Stamm wart. Amiri errötet. Nun, nicht nur Welpen müssen die Prüfung ablegen. Kommt ein Mann als Neuling zu einem Stamm, muss er das Fell eines Monsters mitbringen. Er weiß, dass er kein Schwächling ist. Ihre Stimme wird leise und verstummt schließlich. Ich fühle mich geehrt, dass ihr mich als Mitglied eures neuen Stammes betrachtet. Ihr seid eine starke und tapfere Kriegerin. Seid ihr etwa verlegen? Das hätte ich gar nicht von euch erwartet. Das ist süß. Fangt nicht davon an. Amiri hält inne und ringt nach Worten. Erzählt mir nichts über Ehre und Tapferkeit. Ich kenne das alles schon. Sie runzelt die Stirn und wendet sich ab. Trotzdem schulde ich euch Dank. Ihr habt das Herz eines wahren Helden. Wisst ihr was? Wenn wir noch so einem Monster begegnen, töte ich es auch. Nicht als Prüfung. Einfach nur, damit niemand je sagt, Amiri sei keine Kriegerin. Ach, Girl. Nein, oh Gott. Let's go. Please, please, let's go. Theoretisch muss ich das Vieh ja auch so looten. Ich hab schon ein bisschen auf die Mütze gekriegt, hey. So, nehmen wir alles mit. Und gehen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir zu dem Tempel des Elches. Damit dieser Schleier hier entspannt beseitigt wird. Was haben wir gekriegt? Herzhaftes Essen. Okay. Ich will dahin. Lass mich da hoch. Warum kommt denn da jetzt jemand? Na klasse, bald sind wir alle völlig durchnässt. I'll cut you. You cannot stand against me. This will hurt. Kann ich nicht einfach unten wieder rausgehen? Kaum drehst du dich um, kommt so ein Kackvieh. Da
da hoch. Ja. Da lang. Adventures can wait. Na, dann müssen wir mal kurz hier Päuschen machen, bevor du wieder umkippst. So, dann gehen wir mal zum Tempel. Das ist doch bestimmt der kleine Kackwolorisch wieder, oder? Das würde mich nicht wundern, wenn der da auch rumgurkt. In due time. Wir sind auf der richtigen Spur. Hier wurde das Ritual abgehalten, aber seit vorher die gefährliche Bestien lauern an diesem Ort. Okay. Okay. Wir sind die Hüter dieses Ortes, ein Symbol der bösen Magie des Druiden. Bitte seid vorsichtig. Ich versuch's, aber du lässt mich ja nicht bewegen. So, jetzt. What's that? Oh, was ist das denn? Bist du nicht Magier? Mach mal irgendwas Cooles. Hat nicht geklappt. Was ist das hier für ein Shit? Das trübe Wasser von dem Nebel aufsteigt, sondern einen seltsamen widerlichen Geruch ab. Laufen wir einfach mal durch, oder wie? I'm there. Ah, hier muss der Tempel sein. Their life ends here. Was ist denn das für ein Unsinn da vorne? Won't kill me. The weak suffer. I do it. Oh. Boy. Warum ist das Vieh so übelst stark? Survive. Das ist das schlecht. Ich mach dir da auch keinen Schaden. Dann kein Wunder. Homeworld, I'm writing you out of our story. Die for me. Wieso mache ich denn dem mit keinen Schaden? Schade. 3. Der zieht auf 0. Schadenbewegung wurde auf 0. Aber warum? Why? Wie soll ich this will hurt. Ja. I can't keep this up much longer. May I suggest another way to use this spell? Go. Was
nicht in irgendeinen Schaden. Let us avenge me. Despicable. This body holds no more. Tashan is this can't be over. This can't be over. This can't be over. Die kann doch gar nicht sterben. Do not hold up. Was ist das für ein Unsinn die ganze Zeit?